Ja, ich glaube, dass wir jetzt mit 20 Punkten von 24 möglichen ganz gut dastehen. Also dieser schwierige Saisonstart, das bezieht sich auf das Spielerische, nicht auf das reine Ergebnis. Und wenn man dann halt einfach sieht, im ganzen Verlauf jetzt über die letzte Saison und jetzt in der Rückrunde und jetzt der Saisonstart, glaube ich schon, dass man von einer sehr konstanten Entwicklung sprechen kann. Wir haben jetzt aus den letzten 27 Spielen 66 Punkte geholt. Also da müsst ihr euch schon anstrengen, ob es das noch eine Mannschaft hat in Europa. Und da finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Wir haben versucht, unsere Schlüsse zu ziehen. Letzten Sommer, wir haben unsere Schlüsse versucht zu ziehen. In diesem Sommer weniger sexy, mehr Erfolg. Wir haben lange genug in den letzten Jahrzehnten schön und sexy Fußball gezeigt, der dann am Ende aber nicht dazu geführt hat, unser maximales Ziel zu erreichen. Und heute, wenn man dann einfach sieht, wie die Mannschaft alle Umstände angenommen hat, es nicht zum Thema werden lassen, diese eine Trainingseinheit, die wir zusammen hatten, um uns auf dieses Spiel vorzubereiten, wie sie das genutzt haben. Und dann die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen, das macht uns sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt ganz unterschiedliche Siege gehabt in dieser Saison. Wir hatten trotzdem natürlich auch ein paar Sachen, die du angesprochen hast, die uns nicht gefallen haben. Aber da hören wir nicht mit auf, weiter über Lösungen nachzudenken, es Stück für Stück in Angriff zu nehmen, diese Beschreibung von außen zu diesen Themen dann einfach mal auszublenden, sondern uns darum zu kümmern, was wir beeinflussen können. Und ich finde, dass wir ja im Herbst dann uns so vorbereiten, dass wir uns ein bisschen was angefuttert haben.